Ja, hallo, einen schönen guten Tag, liebe YouTube-Abonnenten. Wir wollen euch heute zeigen, wie man die Tiger-Fugenbürste Groß auf einen Freischneider installiert, auf den Honda UMK 435e. Wir zeigen jetzt nur die Montage. Der Freischneider an sich hätte zu wenig Leistung. Da könnte eine Tiger-Fugenbürste klein montiert werden, aber eine große, würde ich sagen, mindestens ab 2 PS. Besser ab 3 PS bis 5 PS, dann kommt die auch auf die Leistung. Und jetzt zeigen wir schnell, wie das montiert wird. Unser Mechaniker zeigt euch das. Yes. Was sagst du hier? Und dieses. Also, jetzt benutzt man hier das hier von den vier Stück, was dabei ist. Ja. Dann macht man hier drauf. Vielleicht diese nichts passt. Aber diese auch passt. Das passt auch. Beim Honda, also braucht man das jetzt nicht unbedingt. Und dann braucht man die Scheibe und die legen wir rein. Genau. Wieder die Stift. Also wichtig, gescheit festziehen, dass sie auch gescheit hält. Kann man nochmal nachkontrollieren, indem man rumdreht. Dann hörst du alles. Genau. Also das war die Montage der Tiger Fugenbürste Groß. Alle anderen Videos zur Fugenbürste oder auch Unkrautbürste werde ich euch unten verlinken. Genauso, wo ihr die Tiger Fugenbürste Groß oder auch Klein bestellen könnt. Wie gesagt, zu beachten, also mindestens 2 PS bei der Tiger Fugenbürste Groß, am besten 3 bis 5 PS sollte der Freischneider haben. Also der hätte jetzt zu wenig für die große Tigerfugenbürste. Dann eher Tigerfugenbürste klein benutzen für den UMK 435e. Genau. Wenn es euch gefallen hat, dann macht es ein Gefällt mir, liked das Video sozusagen und abonniert den Kanal. Ab 2000 Abonnenten gibt es auch wieder ein Gewinnspiel. Und genau. Dann eine